Herzlich willkommen, mein Name ist Chris und das Ziel dieser Lernvideos ist es, euch schnell und einfach mit der Sprache der Jonglage vertraut zu machen. Fangen wir an. Im ersten Video sollt ihr lernen, dass es generell zwei verschiedene Arten gibt zu jonglieren. Dann schauen wir uns an, was mit einem Ball eigentlich so passiert und erhalten dadurch das erste Fachwort genannt Beat. Das ist Englisch für Schlag. Damit werden wir dann verschiedene Rhythmen angucken. So, los geht's und viel Spaß. In der Sprache der Jonglage unterscheidet man in zwei Arten zu jonglieren. Bei der ersten wechseln sich die Hände immer ab. Und bei der anderen jonglieren die Hände gleichzeitig. Hier ist die Software Juggling Lab eingeblendet und es werden vier Bälle jongliert. Das ist so die übliche Art, die man auch kennt. Die nennt sich asynchrone Jonglage. Jetzt kommt noch die andere dazu. Hier seht ihr, die Hände jonglieren gleichzeitig, das heißt, es wird gleichzeitig gefangen und geworfen. Gut, das halten wir mal fest. Es gibt also asynchrone Jonglage und synchrone Jonglage. Und wir beschäftigen uns erstmal mit der asynchronen Jonglage. Und jetzt schauen wir uns mal das Zusammenspiel von Händen und Bällen genauer an. Das heißt, was passiert eigentlich in so einem Zeitfenster? Wir haben die Zeit in Sekunden. Als erstes wird der Ball gefangen, dann wird er gehalten und dann wieder erneut geworfen. Und dieses Zeitfenster nennen wir Beat, also einfach Schlag. Und davon treten natürlich mehrere hintereinander auf. Und in der Theorie ist es so, dass diese Beats gleichmäßig verteilt sind. Und das erzeugt dann einen konstanten Rhythmus. Das ist jetzt gerade die entscheidende Stelle. Wir nennen also dieses Zeitfenster, wo der Ball mit der Hand in Kontakt tritt, das nennen wir einfach Beat. Und das besteht aus dem Fangen, Halten und Werfen von einem Objekt. Das ist eigentlich der Grundbaustein dieser ganzen Sprache der Jonglage. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Beats genau verteilt sind. Und hier mache ich schon eine kleine Abstraktion, anstatt Beat zu schreiben, mache ich einfach einen kleinen Kreis. Und das ist quasi mein Beat, der aus Fangen, Halten und Werfen besteht. So, wir haben wieder diese Zeitstrahle und wir haben schon 20 Sekunden jongliert und jonglieren bis 34 Sekunden erstmal weiter. Und hier seht ihr die verschiedenen Punkte, das sind die Beats. Und jetzt zeige ich euch mal den oberen Rhythmus. Der ist Tak, 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 Tak und so weiter. Also relativ schnell. Und der untere ist Tak, Tak, Tak. Und ihr seht, die Beats oben sind wesentlich enger verteilt als die Beats unten. Wir können erkennen, dass die Beats oben in kleineren Abständen auftreten. Dadurch ist der ganze Rhythmus schneller. Und unten sind die Abstände etwas größer, wodurch der Rhythmus langsamer ist. Der Rhythmus ist wichtig, weil er beim Jonglieren immer im Hintergrund aktiv ist und die verschiedenen Wurfhöhen vorgibt.